Unsere nächste Rede, etwas ungeplant, aber dennoch sehr, sehr spannend. Wir haben hier jemanden mit 30 Jahren Erfahrung in der Strafverfolgung und sie ist selber Cannabis-Patientin und natürlich auch Sprecherin bei Lieb Deutschland. Bitte einen ganz großen Applaus für Natascha Bartz. Ja, ich denke schon. Hallo Berlin. Hallo Lieb. Hallo Weedmob. Hallo alle Teilnehmer der Hanfparade. Ja, ich bitte um Verständnis, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Rede so hierzulande vor so vielen Menschen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich bin unter anderem hier, um über den Gesetzentwurf und der Liebstellungnahme dazu zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Lieb bei allen bekannt ist. Es sind ja auch nicht unbedingt Aktivisten hier. Wir sind ein Zusammenschluss von Strafverfolgern gegen die Drogenprohibition. Das heißt, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte, alle, die sich in der Strafverfolgung betätigen. Ja, und wir sind ein gemeinnütziger Verein und dementsprechend haben wir auch eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf gemacht. Wir finden den Gesetzentwurf nämlich viel zu restriktiv und streng. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, ihr stimmt zu. Die Vorschriften, die da zumindest in der ursprünglichen Fassung gemacht wurden, sind ja schier nicht einzuhalten. Also kaum mögliche einzuhalten. Ich würde euch bitten, vielleicht nach der Veranstaltung irgendwann mal auf der Lieb-Homepage nachzuschauen. Da gibt es nämlich erstens die zusammenfassende Positionierung, also unsere Stellungnahme da auch zu lesen. Und wir begrüßen grundsätzlich die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs, nämlich zum Schutz der Volksgesundheit, das finden wir gut. Allerdings, so wie er ausgeführt wurde, nicht. Inhaltlich ist das nämlich gesundheitspolitischer Alarmismus, wo man hinschaut. Ja? Die Anbauvereinigungen, die erleiden einen bürokratischen Overkill und können ihren Meldungen und sonstigen Pflichten auch in dem Umfang gar nicht nachkommen, wenn sie nicht eine, was weiß ich, 60-Stunden-Woche einführen wollen. Die Regelungen im öffentlichen Raum finden wir kompletten Alarmismus und Unsinn. 200 Metern von Schulen in Berlin wäre das schon schier nirgendwo mehr möglich, dann zu konsumieren. Oder ab 20 Uhr erst. Heutzutage konsumieren Patienten zu jeder Tageszeit an fast jedem Ort ohne Probleme. Und dann soll es Einschränkungen geben, zu denen man nicht irgendwo konsumieren darf. Das ist total überzogen in dem Rahmen. Die Amnestieregelung greift auch zu kurz und die Führerscheinfrage ist bislang ungeklärt. Es ist ja bisher noch alles beim Alten. Lieb Deutschland bietet ausdrücklich an, das weitere Gesetzgebungsverfahren konstruktiv zu begleiten. Wir haben auch eine Überarbeitung und Vorschläge zu Änderungen und Anmerkungen in dem Gesetzesentwurf hinterlegt, auch bei uns auf der Homepage nachzulesen, was wir da mal so vorschlagen würden. Besonders gut hat mir da der Part mit der Cannabiskultur und dem Cannabis Cup gefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Das wäre doch auch mal was für Deutschland, oder nicht? Wie gesagt, ich habe das jetzt auch alles mal zusammengefasst, so ein bisschen. Es ist ja auch nicht so viel Zeit. Deshalb schaut euch das auf der Lieb-Homepage doch bitte mal an. Ja, die Hanfparade hat dieses Jahr das Motto Hanf ist prima für Frieden und Klima. Das finde ich auch, beziehungsweise wir von Lieb. Der War on Drugs, die Prohibition ist nämlich gescheitert. Das haben wir doch erlebt. Wir haben restriktive Gesetze
Und der Konsum steigt ständig bei allen möglichen Substanzen. Also hat das versagt, wie wir es bisher gehandhabt haben. Auch fürs Klima, da würde ich mal sagen, ist es 5 nach 12. Ne? Wenn wir doch schon besser wissen, dass zum Beispiel Hanf viel schneller wächst, CO2 bindet und so weiter und auch als Baumaterialien in der Dämmung verwendet werden können und man es sogar hinterher noch kompostieren kann, warum machen wir es denn dann nicht schon längst, frage ich mich. So. Lasst mich abschließen mit einem Appell an euch. Die Politik ist schwierig. Sie versuchen es jetzt schon lange. Tatsächlich dauert ein Gesetzgebungsverfahren so seine Zeit. Aber tatsächlich ist es schwierig, wenn zwischendrin bis dahin dann munter weiter strafverfolgt wird. Das kann keiner so wirklich nachempfinden oder verstehen. Da die Politik so schwierig ist, möchte ich euch bitten, lasst uns zusammen konstruktive Kritik üben, an der Politik und beratende Begleitung sein. Ihr könnt mich gerne über Twitter, wie auch immer, da bin ich aktiv, anschreiben. Wenn ihr irgendetwas habt, Ideen, was man tun kann, dann bin ich gerne bereit, das einfließen zu lassen. Wie auch immer, wir sind alle zusammen, sage ich mal, in einem Boot und dann können wir das transportieren auch. Das ist ein Angebot. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Es war schön, hier zu sein. Vielen Dank, Natascha Barth. So.